Markus 11 geht schon sehr stark auf den Tod von Jesus hinzu. Er beginnt damit, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Diese Geschichte zeige ich euch auch wieder als Bibelcartoon. Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Das Passafest ist der wichtigste jüdische Feiertag. Er schickte zwei Jünger in ein Dorf vor Jerusalem. Dort stand ein Esel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie ihn losbinden sollen, um ihn zu Jesus zu bringen. Das taten sie. Als die Leute sie fragten, was sie mit dem Esel wollen, antworteten sie: Jesus braucht ihn. Genau so hatte es Jesus ihnen aufgetragen. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt durch ein Stadttor nach Jerusalem hinein. Viele Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu begrüßen. Sie legten Tücher auf die Straße vor Jesus und nahmen sich Zweige, um ihm zuzuwinken. Sie feierten Jesus wie einen König. Dabei sangen sie: Jubelt dem König zu, der von Gott zu uns gekommen ist. Anschließend hat Jesus eine sehr interessante Geschichte, eine Begegnung mit einem Feigenbaum, die auch sehr schön ist als Bibelcartoon. Und danach geht er direkt in den Tempel und trifft dort etwas an, was ihm nicht so gefällt. Auch diese zwei Geschichten könnt ihr gern wieder als Bibelcartoon jetzt sehen. Eines Tages kam Jesus an einem Feigenbaum vorbei. Er war hungrig, fand aber keine Früchte an dem Baum. Enttäuscht sagte er zu dem Baum: Du wirst nie wieder Frucht tragen. Sofort verwelkte der Baum komplett. Jesus' Freunde, die Jünger, waren verwirrt. Wie konnte dieser Baum so schnell verwelken? Jesus ermutigte sie: Wenn ihr auf mich vertraut, könnt ihr das Gleiche. Ihr könnt dann sogar zu einem Berg sagen: Spring ins Meer, und er wird es tun. Ich werde euch alles geben, um das ihr mich bittet. Eines Tages ging Jesus in den Tempel. Das ist so etwas wie heute eine große Kirche. Im Tempel waren viele Stände aufgebaut, in denen Händler Tiere verkauften und Geld wechselten. Als Jesus das sah, wurde er wütend. Er ging zu den Ständen, warf sie um und ließ die Tiere frei. Dieser Ort soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort, an dem Menschen mit Gott reden können. Ihr habt daraus einen Jahrmarkt gemacht. Den Leitern des Tempels gefiel nicht, was Jesus da getan hatte, weil sie natürlich von den Händlern profitierten. Sie überlegten sich von da an, wie sie Jesus loswerden konnten. Nun fragen die religiösen Leiter, die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, woher er denn seine Macht nimmt. Nimmt er sie von Gott oder von einer anderen Quelle? Also die Macht, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben und so weiter. Jesus antwortet damit mit einer Gegenfrage, nämlich: Woher hat denn Johannes der Täufer seine Macht gehabt? Diese Frage können die religiösen Leiter schlecht beantworten, weil sie mit Johannes dem Täufer selbst ein Problem hatten. Sie haben ihn nicht anerkannt. Das Volk schätzte ihn aber sehr. So konnten sie jetzt schlecht sagen, er hat seine Macht von Gott oder nicht von Gott. Und sie konnten nur sagen: Wir wissen es nicht. Und so antwortete Jesus natürlich auch: Okay, wenn ihr mir diese Frage nicht beantwortet, dann werde ich euch auch nicht sagen, woher ich meine Macht habe. So umgeht er direkt zu sagen: Ja, ich habe meine Macht von Gott oder nicht von Gott, sondern jeder soll selbst sehen, woher die Kraft kommt,